So, und jetzt reden wir über Schweiß, nasse, behaarte Achseln, über Bier und turmhohe Boxen. Richtig, die internationale Metal-Gemeinde hat sich wieder mal im 2000-Seelenort Wacken eingefunden. Jeden Sommer kommen 75.000 Menschen nach Wacken zum größten Open-Air-Metal-Festival der Welt. Dorfbewohner und Metal-Fans verstehen sich dort immer bestens. Die Hälfte der Fans ist schon angereist und hat bereits gestern was auf die Ohren bekommen. Heute geht es dann richtig los. Ich sage nur, Klaas Thomsen ist vor Ort. Wie läuft's? Ja, ich muss ein bisschen leiser sprechen. Es ist natürlich noch sehr früh, hier schlafen noch alle. Ich hatte aber eine sehr bequeme Wackennacht, muss ich sagen, weil ich habe mir hier dieses schöne Dachzelt auf mein Auto gebaut. Ich komme mal kurz runter. Das gibt einem so ein bisschen so ein Gefühl wie auf einer Safari in Afrika. Das liegt natürlich auch an diesen schönen tropischen Temperaturen, die es hier zurzeit gibt. Und in Wacken ist nochmal eine Besonderheit, das ist ja das größte Metal-Festival der Welt und das findet auf landwirtschaftlich ganz normal genutzten Flächen statt. Und diese Trockenheit hat ganz tolle Folgen. Man kann hier zum Beispiel in diese Kuhfladen einfach so reintreten, die sind total vertrocknet. Und auf dem gesamten Gelände ist es unglaublich staubig. Das kennen die Wacken-Fans auch anders. So kennt man Wacken, eine ausgelassene Schlacht im Schlamm, das gehört für viele einfach unbedingt dazu. Im vergangenen Jahr reichte ein mächtiger Wolkenbruch, um das ganze Gelände in Matsch versinken zu lassen. Ein Riesenspaß, wenn man ihn denn nur ein paar Tage erdulden muss. Und in diesem Jahr dann das. Die totale Dürre auch hier im schleswig-holsteinischen Flachland statt Matschstaub. Sowas hat man hier selten erlebt, aber völlig egal. Die Leute sind geil drauf. Mein Wetter passt jetzt auch. Matsch, scheißegal, aber haben wir dies Jahr zum Glück nicht. Aber sonst, Wacken ist einfach geil. Wacken! Und Wacken ist eben auch im 29. Jahr seines Bestehens immer für eine Überraschung gut. Gestern Abend brachte so die deutsche Metal-Legende Doro ihre Fans noch vor der richtigen Eröffnung von Wacken heute Mittag zum Kochen mit einem Konzert in der örtlichen Kirche. Das ist ja schon immer das Besondere an Wacken, dass wirklich das ganze Dorf mitfeiert und dass das Festival trotz all seiner Wildheit so friedlich ist. Ja, neben mir steht Jürgen Schumacher vom Deutschen Roten Kreuz. Der ist netterweise so früh aufgestanden, um mit mir ein bisschen über Wacken zu sprechen. Ja, Stichwort Friedlichkeit. Das ist sehr schön fürs Deutsche Rote Kreuz. Mit Messerstechereien oder sowas hat man hier nichts zu tun. Nee, es ist in der Tat relativ friedlich. Wir haben bisher nichts bekannt bekommen, was mit Messerstechereien ist. Wir hatten keine Patienten dergleichen. Es ist wirklich friedlich. Lediglich das Einzige, was spitz war, das waren die Splitter, die wir aus den Füßen und Beinen ein kleines bisschen rausnehmen durften. Aber die Hitze, die macht wahrscheinlich dann schon ein bisschen Arbeit fürs Deutsche Rote Kreuz. Also bei der Hitze ist es in der Tat so, dass wir Probleme haben, ein bisschen mit den Kreislauferkrankungen, Hitzeerschöpfung. Und der eine oder andere hat auch vielleicht ein bisschen wenig Sonnencreme genutzt. Wie ist denn das für die freiwilligen Helfer hier? Wie kommen die mit der Hitze zurecht? Wie schwierig ist die Versorgung mit genug Flüssigkeit vor allem? Also wir haben unseren Helfern natürlich gesagt, cremt euch ein und trinkt möglichst viel. Literzahl wird dann locker mal von 2 auf 6 Liter oder sowas verdreifacht. Die Versorgung durch unseren Betreuungsdienst ist so gut, dass jeder zu jeder Zeit was zu trinken bekommt. Ja, und mit Jürgen Schumacher werden wir jetzt auch direkt aufs Festivalgelände gehen und uns dort von einer DRK-Station in einer Stunde nochmal melden. Ja, hier im Versorgungszelt werden die rund 600 freiwilligen Helfer, die jedes Jahr mit großer Begeisterung hier in Wacken ihren Dienst tun, versorgt. Ich stehe neben der Küchenchefin Daniela Schumacher. Und Daniela, was hat das für Auswirkungen auf dich oder auf eure Arbeit mit der Hitze? Also es ist zum einen natürlich körperlich anstrengend. Es wird viel gegessen, viel getrunken. Wir brauchen viel Obst, Gemüse für die Helfer. Hier in der Küche selber unsere Einsatzkräfte, die uns hier unterstützen. Wir arbeiten bei Temperaturen bis 56, 58 Grad, wenn die Kessel an sind. Das ist schon ziemlich heavy. Das passt aber zum Heavy Metal. Mit Wasser trinken alleine ist es ja nicht getan. Man muss eigentlich auch die Elektrolyte im Körper aufbauen wieder, ne? Auch die Festivalbesucher. Ja, natürlich. Also nicht nur die Festivalbesucher, aber auch unsere Einsatzkräfte. Das ist ja ganz wichtig, dass sie uns nicht ausfallen. Wir haben süße Getränke hier. Wir können aber auch eine Brühe anbieten, um den Salzgehalt aufzufrischen, weil man ja viel schwitzt. Und jeder, der etwas braucht, meldet sich bei uns und bekommt das dementsprechende. Wir ziehen jetzt nochmal weiter, direkt aufs Festivalgelände und gucken mal, ob da schon einige von den Wacken-Fans aufgewacht sind.
Ja, neben mir steht Nina Holz, die heute ihren Geburtstag sogar hier feiert, eine freiwillige Helferin vom Roten Kreuz. Was bedeutet das denn für euch, dass es so wenig Schlamm gibt? Man muss unglaublich viel trinken, also, weil es auch so staubig ist. Man muss trinken ohne Ende, also eigentlich trinkt man pausenlos tatsächlich, weil so die Wärme, die Sachen und der Staub, das macht halt schon, das ist anstrengend. Aber und Spaß macht's trotzdem. Und für die Patienten? Ist es das Gleiche. Aber bisher, die ich jetzt gesehen habe, sind eigentlich alle sehr vorbildlich gewesen und trinken tatsächlich alle auch relativ viel. Aber für die ist es genauso belastend. Nachher abends mit den Bands dann ja sowieso. Ja. Ja, und dass das Festival schon richtig aufgewacht ist, das kann man mit einem ganz leichten Lockruf feststellen. Seid ihr schon wach? Wacken! Ja, geht so. Ja, ist noch ein bisschen müde eigentlich, aber es funktioniert. Darf ich dich mal ganz kurz was fragen? Vermisst du den Schlamm? Etwas. Gehört ein bisschen dazu, ne? Ja, also ich vermisse ehrlich gesagt mein Schlammbad. Mein jährliches Schlammbad für umsonst. Nächstes Jahr dann wieder. Ich hoffe. Okay. Ja. Aber es sollte nicht zu doll regnen. Es sollte nicht zu doll regnen, aber vielleicht so ein Mittelding. Schöner, warmer Schlamm, das wäre das Richtige für das Wacken 2019 dann.